Endlich, endlich strahlend blauer Himmel. Das hat Rosenheims Herbstfest in diesem Jahr selten gesehen. Und das muss gefeiert werden. Ja, wir haben heuer unser 125-jähriges Jubiläum. Und da haben wir gesagt, da lassen wir uns was Besonderes einfallen. Und da fahren wir so, wie es vor 40, 50 Jahren, vor 60 Jahren war, mit den Rosen von der Brauerei raus. Mit Holzfasseln und werden sie hier in die Inselhalle bringen, in die Auerbacher Festhalle. Und da zapfen wir an und trinken unser Jubiläumsbier. Da lässt sich Auerbräu nicht lumpen. Zum 125-jährigen Jubiläum rollt gleich ein Achtergespann mit blinkendem Zaumzeug an und bringt das Jubiläumsmärzen. Anstechen darf heute Willi Bonke, Abteilungsleiter Fußball beim Sportbund Rosenheim. Vier Schläge. Der erste war ja nur ein Versuch. Und kein einziger Spritzer vom wertvollen Märzen ging daneben. Es war wirklich heute das erste Mal, dass ich ein Fass angezapft habe. Und ich war selbst überrascht, dass ich so wenig Schläge, also vier Schläge gebraucht habe. Was war Ihre Strategie? Rauf oder haben Sie eine Technik? Das war keine Strategie und keine Technik. Ich habe gedacht, so ein bisschen langsam anfangen und da ein bisschen kräftiger werden. Es hat funktioniert. Fürs erste Mal also ein voller Erfolg. Vier Fässer Jubiläumsmärzen gibt es pro Tag. Am Montag heißt es wieder O-Zapft ist. Unsere Mittagswiesen ist einfach was ganz Besonderes, weil man da richtig gemütlich, griebig beieinander sitzen kann. Unseren schönen Biergarten ja haben, wo man unter die Bäume im Schatten sitzt. Das ist einfach gegenüber den Abend die richtig gemütliche, griebige Wiesen. Und ganz besonders ist heuer natürlich zum Jubiläum, dass wir dieses Jubiläumsbier haben. Das weckt großes Interesse, dass man sozusagen eine Querverkostung machen kann zwischen dem normalen Märzen und unserem dunklen Jubiläumsmärzen, das im Geschmack einfach viel kräftiger ist und so. Und das ist ganz lustig, weil die Leute wirklich extra wegen dem Bier herkommen. Und der eine bestellt sich ein normales Märzen, der andere Jubiläumsmärzen. Und dann sieht man ein bisschen einen Unterschied in der Farbe, im Geschmack, kann über das Bier philosophieren. Und was gibt es denn Schöneres, als wir bei einem guten Essen gräbig beieinander sitzen und über das Bier philosophieren.